Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lara Croft and the Guardian of Light mit dem Hydro. Genau, und ich bin natürlich wieder die Kami. Und wir machen uns auf den Weg, die Welt zu retten. Yay, vor dem bösen, bösen Xolotl. Richtig. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wie das hier geht. Meinst du, panisch schreien hilft uns da weiter? Ich weiß nicht. Ich bin fast runtergeflogen. Ups. Jetzt hat er auch Vorschreckbombe gelegt. Jetzt sogar fast funktioniert. Kannst du jetzt eine Bombe legen? Ich muss mal opfern. Ja, bringt ja nichts. Ich hätte aber den Cheater geholt. Das stimmt allerdings, aber wir müssen auch noch irgendwie den Schalter betätigen. Was für loslassen, Alt? Oh, den hole ich nicht mal, das ist ja kacke. Ich opfer mich auch. Nein, warte, bis ich wieder da bin. Na klar. Tschüss. Hab ihn. Sehr schön. So, hätten wir uns schon mal einen roten Schädel ercheatet. Aber wie kommen wir jetzt da hinten hin an den Schalter? Das ist sehr schön, der Bug. Gefällt mir gut. Mit den Sperren im Nichts? Hm. Warte, wir müssen da bestimmt die Murmel drauf fallen lassen oder so. Achtung, nicht, dass ich die gegen dich rodder. Ich muss jetzt hier wieder meine Einparkkünste unter Beweis stellen. 3, 2, 1. Na, ich dachte mir, warte mal, ich muss mal mehr Anlauf nehmen. Die Steuerung der Murmel, oh, doof. Ich glaube auch nicht, dass das so funktioniert. Tschüss, Murmel. Nee, aber hätte sein können. Müssen wir hier noch irgendwas anderes? Tschüss. Der Honeymoon. Müssen wir hier vielleicht noch irgendwas anderes machen? Ich weiß es nicht. Kannst du mich doch nicht fragen? Ich spiele das da auch blind. Na, hier kommen wir zurück. Das wäre dämlich. Da war nur der Herausforderungsraum. Ah, warte, ich will mal was probieren. Ich gehe mal besser weiter weg, weil die Wand hier verbuggt ist. Katsching. Willst du die Steine da unten haben? Ich? Ich kann abseilen. Warum kamen wir eben nicht auf die Idee, dass du mich abseilen kannst? Weiß ich nicht. Warum will er da nicht runter? Jetzt. Mach du doch jetzt. Nimm die doofen Steine. Ich hätte dich auch abseilen können. Hm. Zerstören Sie die drei versteckten Uhren. Ach, die sind jetzt erst versteckt. Hier ist eine. Halt! Ich warte doch immer. Yay, ein Hammer! Ich sag doch, ich hab genau gesehen. Und jetzt packe ich da zum Balancieren was hin. Genau. Aber wie komme ich rüber? Die Ballerina geht schon mal rüber. Achtung, hinter dir ist auch was. Und der ist so groß! Au! Hat aber ein Medikit für dich da gelassen. Auch nett von ihm. Ja, du kommst rüber, indem du das da machst. Kann ja nicht immer koordiniert sein. Noch ein Schädel. Noch eine tote Kami. Der war zu weit weg, der letzte. Oh, warte, jetzt muss ich komplett neu setzen. Das sieht experimentell aus. Aber das. Hä? Warte, dann lass mich schon mal rumgehen. Ah, guck mal, jetzt kannst du dich hier wieder beleben. Ne, doch nicht. Warte mal, ich werf den neuer. Ey.
Nee, du. Ich musste schon besser sitzen, also wirklich. Die sitzen doch einwandfrei jetzt. Ich habe schon wieder null Steine. Das liegt aber irgendwie nicht an mir. Oh, warte. Na, mir liegt's auch nicht. Die sitzen alle mittig. Wenn wir das nächste Mal so ein Spiel. Ey, wieso springe ich denn immer da durch? Wenn wir das nächste Mal so ein Spiel spielen, spielst du denjenigen, der besser koordinieren können muss. Verdammt, da Mist. Was lachst du denn da? Ja, ich kann ja hier, kann ich ja nicht Lara spielen, das geht ja gar nicht. Warum nicht? Siehst du, ich springe immer daneben, von wegen gesetzt. Spinnst ja wohl. Ja, weil ich keine Brüste hab. Kann ich nicht einfach Lara spielen. Da habe ich noch keine Beweise, sorry, aber. Was denn? Weil meine Stimme zu tief ist für Lara. So, setz jetzt mal bitte den da. Ich weiß nicht, welcher weggeht jetzt, wenn ich ja, neben sitze. Egal. Mach jetzt einfach. Oh, warum springt die denn immer daneben? Warum nur? Warum nur? Jetzt aber, Mäuschen. Hopp! Schon wieder! Das Spiel verarscht mich. Warte mal. Ja, und jetzt? Setz dich nochmal alle neu. Ich glaube, weil du an die Wand springst und nicht auf die Sperre springst. Ich springe an keine Wand. Willst du mir irgendwas unterstellen? Guck, wie es klappt. Nach meinem epischen Tipp. So, warte, so. Hier ein Schädel. Bleibst du mal bitte hier? Hallo? Ich muss Pom machen. Warum zieht er sich denn dann immer direkt wieder hoch? Nimm den Schädel, geh doch darüber. Lass dich rund. Ah, ich hab'n. So. Sehr schön. Meine. Ja, nimm. Pum! Eine Waffe? Leistungsfähiges Sturmgewehr. Macht mir Angst, dass wir so eine Waffe bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie geht man nochmal in dieses Menü? Also. Ja, leistungsfähiges Sturmgewehr haben wir doch schon. Ah ne, wir haben nur Sturmgewehr und jetzt haben wir das leistungsfähige Sturmgewehr. Das rüsten wir direkt aus. Ich habe kein leistungsfähiges Sturmgewehr. Doch, du musst klettern. Ach, na sag das doch. Hab ich doch. Sei ruhig. Hä, warum? So, da. Okay. So, sehr schön. Oh, Munition. Schnappen. Und ab hindurch. Und wir haben tatsächlich eine ganze versteckte Urne kaputt gemacht. Nee, ich mag meine Sperre lieber. Die sind viel, viel cooler. Jetzt wird's aber viel mehr. Oh, ich hab doch in dem Moment das Medikit genommen, wollte ihn veräppeln. Oh, hör doch auf, mich anzuspucken, du doofer Arsch. Was? Aber bitte nicht auf meinem Kanal, solche bösen Kraftausdrücke. Ja, kannst du ja überpiepen, auf meinem Kanal ist sowas erlaubt. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns beeilen, beeilen, beeilen. Beeilen, 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 beeilen. Wir müssen beeilen, 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 beeilen. Warum müssen wir uns beeilen? Weil gleich ein Großer kommt. Und ich gleich wieder tot bin. Da ist ein Medikit, nimm's ja. Na nee, nimm du. Du bist noch weniger als ich.
Und ja, das ist möglich. Oh, Magierer. Bleib am Leben, um Gottes Willen, bleib am Leben. So. Oh, das ist ein untoter Toter. Zwei Stück. Fuck. Ach, scheiße. Ja. Die Panik. Wollte ich mal schnell die zwei Typis da springen. Er hat vergessen, dass ich doch ein bisschen weniger HP hatte. Nein, nochmal das Ganze. Wir haben noch eine Runde zerstört. Okay, dann ist das noch nicht vorbei. Ich dachte, das wäre nur in dem Raum eben gewesen. Aua! Ich will jetzt Medikit! Halte durch, lauf so lange weg, tu irgendwas! Und beleb mich wieder. Boah, das war aber ein schlechter Zeitpunkt, um wiederbelebt zu werden. Ha! Ich bin fast schon wieder tot. Ja. Ist auch gleich. Oh, vor Medi-Dings da verreckt. Ich fasse es. Ich schnapp mir das gerade mal egoistisch, wie ich bin. Ja, ja, du bist ja ein Mann. Aua. Auch schon wieder tot. Langsam kotzt es mich an. Die haben was gegen Kamis. Aber warum ist er dadurch nicht gestorben? Und weil er keine Lust hatte. So, jetzt. Oh, nochmal zwei. Echt jetzt? Aua! Ich habe mich selbst gesprengt, bin wieder tot. Ist der tot oder baut er sich nochmal zusammen? Ne, der ist auch tot. Wo bist du? Tot. Da bist du wieder. Ja, ich habe gerade gesehen, dass du nicht gefunden. So, dann ziehen wir mal hier die zwei Hebels raus, ha? Willst du nicht den Schädigen? So nicht. Ah, dieses, dass man hier nicht gerade springen kann, ist so doof irgendwie. Du musst mich wieder be... Ah ne, ich komme jetzt. Nein, aua! Vielleicht müssen wir die rüberspringen auf den Schalter. Nee, geht auch so. So. Böses Fallfaller. Gut, dann jetzt aber Hebel ziehen. Von hier aus. Oh, Hebels. Ja! So, da oben ist wieder ein Schädel. Ja. Achtung, ist Platz. Noch nicht. Ja. So, aber noch ein Schädel und da ist wieder ein Herausforderungsraum. Ab hinein. Ja, 14 Minuten 30 schon mal fertig. Ist das ja auch wieder ein relativ einfacher. Na, schießt dagegen. Geht nicht, da ist eine Mauer im Weg. Es sei denn, mal was probieren. Bestimmt wieder irgendeine Feder, die wir schon tausendmal haben. Goldfeder, ne, Goldfeder haben wir noch nicht. Dann wechsle ich gerade nochmal ins Inventar.
Dann schauen wir Wollte mal, was die gerade Goldfeder weglaufen. kann. Nur Tempo Tempo. plus. Nö. Nö, mag ich nicht. Gut, und dann ist der Part vorbei schon. Oh. Ja. Aber Na machen wir dann. im nächsten Part weiter. Jo. Die Jagd Zwinker, nach dem zwinker. doofen Xolotl. Tschüss. Tschüss. Bye, bye.